Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch einen Money Glitch und nicht irgendein Money Glitch, Leute, nein, es ist sogar ein Solo Money Glitch und zwar, ihr kriegt hier sogar saubere Kopien, das bedeutet, ihr braucht hier auch kein eigenes Nummernschild bzw. kein iFruit-Kennzeichen. Wie geil ist das denn, bitteschön? Und weil dieser Glitch so geil ist, Leute, würde ich erstmal mit einem fetten Like fürs Video dazu lassen und außerdem, Leute, für die, die mich noch nicht kennen, abonniert mich, um was die krassesten Glitches in GTA Online. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn überhaupt für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr eine persönliche Autowerkstatt aus dem LSK mit DLC. Und ganz wichtig, Leute, diese Autowerkstatt sollte komplett voll sein. Sollte aber voll mit 10 Fahrzeugen drin stehen. Aber Leute, da drinnen darf nicht das Fahrzeug stehen, was ihr euch später duplizieren wollt. Nur so als Info. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Teil des MOC, Leute, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge, Leute, braucht ihr hier auch ein Fahrzeug, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Zum Beispiel einen kostenlosen LG oder einen Fahrtschirroller. Und außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Taucheranzug. Also ihr solltet einen Taucheranzug schon mal gekauft haben oder einen kaufen können. Und zu guter Letzt, Leute, braucht ihr natürlich für diesen Glitch auch ein Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, Leute, nehmt den Easy Classic aus der Arena-Werkstatt. Der bringt bei solchen Glitches wirklich einfach am meisten. Und natürlich, hier, wie schon eben gesagt, dieses Fahrzeug darf nicht in der Autowerkstatt stehen. In meinem Fall steht es zum Beispiel in der Arena, aber kann auch normal 10er Garage stehen oder sonst irgendwo. Hauptsache nicht in der Autowerkstatt. Gut, habt ihr das Ganze, Leute, ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt mit dem Glitch an. Als erstes, Leute, seid in irgendeiner GTA Online-Sitzung und hier ist es tatsächlich völlig egal, in welcher, denn dieser Glitch funktioniert überall. Als erstes, Leute, müssen wir erstmal zum Kleidungsgeschäft, denn wir brauchen jetzt unseren Taucheranzug. Ihr geht es hier einfach zum Kassierer oder Kassiererin und scrollt beim Outfit so weit runter, dass ihr die Outfits Taucher habt und wählt jetzt hier euch einen Taucheranzug aus. Gut, in meinem Fall habe ich jetzt hier einfach einen gekauft. Gut, habt jetzt einen gekauft, Leute, müssen wir dieses Outfit auch noch abspeichern als persönliches Outfit. Das bedeutet, wir drücken jetzt hier einfach Viereck und speichern das Ganze in unseren Outfits ab. Habt ihr das gemacht, Leute, müssen wir als nächstes einfach zu irgendeinem Wassergebiet, wo ihr drin schwimmen könnt. Gut, in meinem Fall bin ich jetzt hier einfach zu diesem Yachthafen gegangen. Aber Leute, ihr könnt das wirklich überall machen, wo ihr wirklich schwimmen könnt. Habt ihr so eine Stelle gefunden, Leute, müssen wir als nächstes unser Interaktionsmenü öffnen, gehen auf Stil. Und zwar so, dass wir unser Outfit auswählen können. Denn wir müssen jetzt erstmal ins Wasser gehen. Und hier ist ein kleiner Timing-Part, aber wir werden es bestimmt hinbekommen. Denn sobald euer Charakter sich das Ganze drumherum wieder anzieht, also Taucherflasche etc., müsst ihr euer Outfit auswählen, so gesehen neu anziehen. Und woran merkt ihr, ob ihr es jetzt geschafft habt oder nicht? Naja, ich schließe jetzt euer Interaktionsmenü und geht wieder aufs Land. Denn wenn ihr auf dem Land seid, Leute, müsst ihr euch jetzt als MC-Präsident registrieren oder als CEO. Denn wir müssen jetzt hier so ein CEO-Outfit oder MC-Präsident-Outfit mal kurz anziehen. Das bedeutet, wir öffnen unser Interaktionsmenü, gehen jetzt hier zum Beispiel auf CEO, gehen auf Verwaltung und dann können wir hier bei Stil so gesehen eins nach rechts gehen. Und dann, Leute, geht ihr wieder zurück, dass ihr keinen Stil vom CEO oder MC-Präsident ausgewählt habt. Und ihr werdet merken, Leute, dass euer Charakter auf einmal mit dem ganzen Taucheranzug spawnt und die Taucherflasche wieder abwirft. Und ihr könnt es auch jetzt mehrmals hin und her scrollen und ihr werdet merken, Leute, dass euer Charakter das jedes Mal macht. Falls das bei euch nicht passiert, Leute, müsst ihr den Part kurz wiederholen, bis es bei euch geklappt hat. Wie gesagt, ist jetzt kein schweres Timing, werdet ihr bestimmt hinbekommen. Gut, habt ihr es jetzt geschafft, Leute, so wie ich jetzt hier, dann schließt ihr euer Interaktionsmenü und fahrt jetzt zu eurer Autowerkstatt. Seid ihr bei der Autowerkstatt angekommen, Leute, müssen wir jetzt als nächstes unser MOC zu uns bestellen und auch jetzt hier zu unserer Autowerkstatt bringen. Gut, habt ihr euer MOC jetzt zur Autowerkstatt gebracht, müssen wir das Ganze jetzt auch so parken, Leute, dass wir gleich zu Fuß in unseren MOC reinfahren können oder reingehen können, eher gesagt. Gut, in meinem Fall habe ich jetzt hier in der Seitengasse einen Platz gefunden, wo mein MOC auch gut reinpasst. Und jetzt, Leute, geht es einfach zu Fuß in euren MOC hinten rein. Seid in euren MOC drinnen, Leute, müsst ihr jetzt das Fahrzeug rausholen, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Also, wie gesagt, mein Tipp, Leute, nehmt ihr einen kostenlosen LG oder zum Beispiel einen Fatschi-Roller. Gut, habt ihr das Fahrzeug jetzt rausgeholt, müssen wir das Fahrzeug jetzt irgendwie zerstören. Also zum Beispiel mit einer Granate oder Haftbombe.
Habt ihr das Fahrzeug zerstört, werdet ihr höchstwahrscheinlich Sterne bekommen und diese Sterne könnt ihr zum Beispiel auch mit Lester kurz wegkaufen. Ist aber generell nicht wichtig, Leute, denn das Eigentliche, was wir jetzt machen müssen, Leute, ist jetzt das Fahrzeug bestellen, was wir uns duplizieren wollen. Also wie gesagt, mein Tipp, Leute, nehmt den Easy Classic aus der Arena-Werkstatt. Gut, Leute, habt ihr euer Fahrzeug bestellt, was ihr mit diesem Glitch duplizieren wollt, fahren wir mit diesem Fahrzeug zur Autowerkstatt. Und zwar, Leute, hier ganz wichtig, ich fahre jetzt hier gegen die Garage. Ich werde jetzt hier die Meldung bekommen, dass die Garage voll ist. Und Leute, ganz wichtig, ihr müsst diese Meldung jetzt abbrechen. Aber achtet darauf, Leute, dass ihr diese Meldung insgesamt nur einmal bekommt. Nicht zweimal oder dreimal oder wie auch immer. Ne? Ganz wichtig, Leute, wenn diese Meldung jetzt abbricht, sofort wieder zurückfahren und dann Abstand halt von dieser Garage. Gut, habt ihr das jetzt so gemacht wie ich? Fahren wir jetzt zu unserem MOC. Und zwar jetzt hier auch zu diesem blauen Punkt. Und ohne, dass ihr irgendwas sagt oder akzeptiert oder sonst irgendwas, ihr werdet jetzt in euren MOC reingezogen. Und Leute, wirklich ohne, dass ihr irgendwas gemacht habt. Aber Leute, ihr werdet jetzt einen unendlichen Ladescreen bekommen. Und aus diesem unendlichen Ladescreen wieder rauszukommen, Leute, müsst ihr tatsächlich einfach nur auf die PlayStation-Taste drücken. So gesehen, dass ihr in diesem Hauptmenü seid von eurer Konsole. Und einfach wieder zurückgehen. Und ihr werdet merken, Leute, dass ihr nicht mehr gefreezed seid in diesem Blackscreen. Und jetzt mit dem Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, im MOC drinne seid. Aber Leute, auch wenn es jetzt hier der Anschein hat, das Fahrzeug hier ist noch nicht unsere Kopie. Denn Leute, müssen es hier uns ins Auto rein teleportieren können. Und das bedeutet, wir müssen jetzt diese Türen irgendwie verklemmen, sodass unser Charakter diese Tür nicht mehr aufbekommt. Das bedeutet, Leute, ihr öffnet euer Interaktionsmenü, geht jetzt hier auf CEO oder MC President, geht auf Verwaltung und auf Stil und wechselt jetzt immer hin und her den Stil. Und zwar so, dass ihr ganz, ganz viele Sauerstofftanks produziert, die auf dem Boden liegen. Denn dadurch werden eure Türen vom Fahrzeug blockiert. Das bedeutet, ich mache jetzt bei dieser Tür ganz, ganz, ganz viele Lufttanks. Und jetzt auf der anderen Seite mache ich das genau auch so. Ganz, ganz viele Lufttanks. Und ihr werdet sehen, Leute, dass ich hier rein und raus teleportiert werde. Soweit, so gut. Aber Leute, wenn es jetzt wirklich funktioniert, sehen wir erst, wenn wir jetzt hinter unserem Fahrzeug stehen und dann auch nochmal versuchen, uns rein zu teleportieren. Aber Leute, mein Fahrzeug ist jetzt hier irgendwie nicht mehr gemacht. Wo ich hinter meinem Fahrzeug stehe, konnte ich jetzt nicht mehr rein teleportieren. Das bedeutet, dass irgendeine Seite nicht richtig ist. Gut, in meinem Fall war es tatsächlich die Fahrerseite, aber nicht schlimm, Leute. Ich habe jetzt auch nochmal ein paar Lufttanks da fallen lassen. Und Leute, jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass das Ganze jetzt funktioniert, auch wenn ich das nicht mehr getestet habe. Denn als nächstes, Leute, gehen wir jetzt hier einfach zum Ausgang vom MOC. Aber schauen jetzt noch zu unserem Fahrzeug, was uns duplizieren wollen. So Leute, jetzt haben wir oben die Meldung, dass wir unseren MOC verlassen möchten. Jetzt kommt ein kleiner Timing Card, denn wir müssen unseren MOC verlassen, aber gleichzeitig in unser Fahrzeug rein teleportieren. Das bedeutet, ihr drückt bei PlayStation die Dreieckstaste und die X-Taste gleichzeitig. Einfach gleichzeitig. Gut, wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr draußen spawnen mit eurem Fahrzeug. Und ihr werdet merken, Leute, dass euer Nummernschild sich jetzt geändert hat. Denn jetzt habt ihr das Nummernschild vom LG. Hier kurz nochmal ein Videobeweis, dass es tatsächlich das gleiche Nummernschild ist wie unser LG am Anfang. Und jetzt, Leute, ist es auch eine richtige Kopie. Um diese Kopie einfach wieder abzuspeichern, Leute, fahrt jetzt aber wieder zurück zu eurem MOC. Und Leute, für den Fall, dass ihr draußen gespawnt seid ohne Fahrzeug, das bedeutet, ihr habt das Timing nicht ganz gehittet. Kein Problem, Leute. Geht einfach zu Fuß wieder in euren MOC rein und macht den letzten Part einfach nochmal mit den Lufttanks gegen die Türen und so. Aber gut, Leute, mein Fahrzeug ist funktioniert. Mein Fahrzeug ist auch tatsächlich abgespeichert. Und ja, das war's schon eigentlich mit dem Money Glitch. Ich zeige euch hier auch nochmal, dass ich das Fahrzeug wirklich dupliziert habe. Das bedeutet, mein originaler Easy steht hier auch noch in der Arena. Ihr sitzt es hier beim Mechaniker und das Fahrzeug werde ich jetzt verkaufen. Gut, in meinem Fall, Leute, bringt das Duplikat ca. 1,5 Millionen GTA-Dollars. Und Leute, das ist schon richtig geil. Aber Leute, wenn ihr einen komplett aufgetunten Easy habt, dann bringt er euch sogar 1,8 Millionen GTA-Dollars. Aber Leute, das Coole an diesem Glitch ist natürlich, ihr könnt sofort weiter glitchen. Und zwar so lange, Leute, wie ihr euer Outfit einfach nicht ändert. Also Leute, bitte euer Outfit einfach nicht ändern und dann könnt ihr einfach so viele Duplikate machen, wie ihr wollt. Aber Leute, das war es schon generell von diesem Video. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat und euch sogar gefallen hat, Leute, dann lasst doch mal fetten Daumen nach oben. Und für die Leute, die mich auch immer noch nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch. Also Leute, abonniert mich. Aber schon mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.